Hallo, hier ist Mo und nochmal mit einem anderen Mathe-Rätsel hier von einer Mathe-Aufgabe, das nicht so einfach aussieht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr selber probieren. Die Aufgabe ist 1 plus, das ist eine Gleichung, diese Gleichung zu lösen und x herausfinden. Auf der linken Seite haben wir 1 plus 1 durch x hoch x plus 1 ist gleich 1 plus 1 23. In Klammer alles hoch 23. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr selber das probieren. Und jetzt werde ich versuchen, diese x hier zu finden. Okay, ich werde einfach diese Methode bevorzugen, dass ich dann auf der rechten Seite so manipuliere, dass es so aussieht und dann kann ich ganz schnell dann x kalkulieren. Das heißt, ich schreibe jetzt 1, oh, das ist so dick, einen Moment, machen wir 8. Okay. Genau, ich schreibe dann 1 plus 1 23. Und versuche ich das jetzt erstmal diese Bruch zu umzuschreiben. Dann haben wir hier 23, dann 23 plus 1. Dann Ergebnis von diesem Bruch ist das 24, 23. Durch diese Regelung, das ist alles auch, ist das hoch 23. Wir haben diese Regelung, dass wenn a durch b hoch n ist gleich b durch a hoch minus n. Dann werde ich diese Regelung verwenden und diese Bruch umschreiben. Das heißt, schreibe ich 23, 24. hoch minus 23. Dann kann ich hier oben weiterarbeiten und diese 23 in 24 minus 1 umschreiben. Dann ergibt sich 24 minus 1, 24. Und alles ist dann hoch minus 23. Dann werde ich nochmal hier dieses Bruch auseinandernehmen. Dann werden wir 1 minus oder schreibe ich auch sogar plus. Diese Minus werde ich dann da unten schreiben. Und dann, wenn ich oben auch ganz einfach minus 24 plus 1 schreibe, wir haben eigentlich fast unser Ziel erreicht. Dann nehme ich diese Teil und vergleiche ich mit anderer Seite. Das heißt 1 plus 1 durch x hoch x plus 1 ist gleich 1 plus 1 durch minus 24 minus 24 plus 1. Und man sieht ganz eindeutig, dass dann durch Vergleich von beiden Seiten x ist gleich minus 24. Ja, wenn diese Aufgabe interessant war oder habt ihr schon vorher selber gelöst, bitte einen Daumen hoch geben und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!